Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mage. Ich bin Balui und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch vielen lieben Dank an all diejenigen, die in der letzten Folge nicht vergessen haben, dem Video eine Bewertung dazulassen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir machen weiter bei Astral Sorcery und mal gucken, was wir heute so schaffen. Los geht's! Gut, Freunde, ich habe einen sehr schönen Kommentar von Assassine Maxli bekommen. Einen sehr ausführlichen, was ich alles falsch mache und warum ich so unfähig bin. Und zwar ist dieser ganze Altar, den ich hier gebaut habe, falsch. Er ist einfach falsch. Ich wusste nicht, dass das trotzdem funktioniert, wenn man was falsch macht, aber das ist so nicht richtig. Und er hat gesagt, ich soll mir doch nochmal den Altar angucken, weil der so nicht funktionieren würde. Jetzt ist das Problem, ich muss natürlich herausfinden, was? Danke, Alexa, stopp! Alexa, stopp! Danke. Und zwar habe ich anscheinend irgendwelche Blöcke falsch genommen. Ich weiß noch nicht welche, weil wenn ich mir das Ganze hier von außen angucke, sieht das alles genauso aus wie meiner. Nur, wobei die Säulen, seht ihr, dass das da helle und dunkle Säulen sind? Sind das unterschiedliche? Wir sollen mal hier. Hier steht drauf, was man machen soll. 8 Marble Pillar, 21 Scooty Marble, 22 Marble Bricks, 28 Arch und 8 Chisel Marble. So, das ist Chisel Marble Pillar, Marble Bricks und Marble Arch. Alle da. Pillar, Chisel Marble und Scooty Marble. Tja. Da ist ja jetzt eine gute Frage, was ich falsch gemacht habe, ne? Ach. Pillar. Chiseled Marble. Tja. Was zum Geier habe ich falsch gemacht? Wir können uns das mal von unten angucken, aber... Nein, aua. Das wollte ich jetzt nicht. Man sieht hier sehr schön... Fliegen wir jetzt schön, ne? Dass hier eigentlich alles richtig ist. Er sieht genau gleich aus wie auf den Zeichnungen. Aber ich gebe euch recht, irgendwas ist an. Also, wenn er funktionieren würde, dann würde einfach hier nicht das Symbol rot sein, sondern blau. Dann würde er funktionieren. Also, irgendwas ist nicht so, wie es sein muss. Da muss ich jetzt wirklich jeden einzelnen Stein überprüfen, was ich falsch gemacht habe. Arg. Das gibt's gar nicht. Mich zu dumm, einen Altar aufzubauen. Aber die Rezepte sind noch gar nicht so einfach, finde ich. Trotzdem, gut, dass ihr aufpasst. Bricks. Moment. Oh nein, guckt euch das mal an. Das sind die falschen Bricks. Ach, wie fies. Die sind aus Quark, die Bricks. Und ich hätte die aus Astral Sorcery nehmen müssen. Fies. Sehen auch noch gleich aus. Okay, aber dann schisseln wir die einfach um. Gut, dass ihr aufpasst. Vielen lieben Dank. Und dieser Assassine Maxli hat auch sehr, sehr viele Kommentare noch dazu geschrieben, wie es hier überhaupt weitergeht und was ich so als nächstes eigentlich machen muss, damit das alles funktioniert. Aber als erstes müssen wir natürlich diesen Altar zum Laufen bringen. Ich weiß auch gar nicht, ob einer von den anderen Teilnehmern sich jetzt großartig damit auseinandergesetzt hatte. Oder ob die das nicht gemacht haben. Ich keine Ahnung. So, und zwar müssen wir die nehmen. So. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob jemand anderes auch sich so sehr mit Astral Sorcery beschäftigt hat. Oder ob die meisten halt doch lieber dann andere Magie-Mods genommen hat. Ember ist ja auch noch eine ziemlich coole Mod. Habe ich auch noch nie benutzt. Und das, was Early Boy da macht, finde ich halt auch ziemlich nice. So. Ach, guckt mal einer an. Da funktioniert da. Jetzt können wir das Teleskop bauen. Jetzt geht das. Bestimmt. Also so, so. Da. Das Holz und jetzt ist Dix. Gut, dass man das schon mal weiß. Also es ist jetzt immer entscheidend, dass unten auf jeden Fall alle, das nicht rot ist, sondern unrichtig angezeigt wird. Und jetzt? Ah, da sieht man auch, wie viel fehlt. Also wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass es Nacht wird. Und dafür hat er mir gesagt, dass man in Blood Magic ein Ritual machen kann. Und das heißt Imperfect Ritual Stone. Darauf muss ich einen Lapisblock
und dann mit einer leeren Hand den Imperfect. Okay, das gucken wir mal, ob wir das hier bauen können. Imperfect? Nee, so heißt der nicht. Oder ist das ein ganzes Ritual? Ritual Stone. Schauen wir mal ganz schnell rein. Da, ach, Imperfect. M. Imperfect Ritual Stone. Schüssel und Obsidian. Also normales Dienststone, Obsidian. Okay, okay. Dann bauen wir uns mal fix. Dann können wir jederzeit dafür sorgen, wenn es Nacht werden soll. Ich glaube, das finde ich gut. Und wenn es nur dafür ist, die anderen zu ärgern. Also, wir müssen mal eh neues Obsidian besorgen, also was soll's. Können wir mal wieder hier ein bisschen Obsidian sammeln. Irgendwer hat mir auch mal geschrieben, es gibt da jemanden, der im Projekt, der auch wohl eine automatische Obsidian-Farm gebaut hat. Ist bestimmt cool, wenn das funktioniert. Aber damit brauche ich mich nicht auseinandersetzen, wenn ich eh nicht so viel Obsidian abbaue. So, mein Hammer. Ich müsste den noch ein bisschen improven. Dann wäre er noch ein bisschen stärker und würde ein bisschen schneller das Ganze abbauen und ja. Batz. Okay. Gut, so, damit haben wir das. Jetzt müssen wir noch... warte, was brauchte ich dafür noch? Der Imperfect. Nur Cleanstone und fertig ist. Und ein Orb. Deswegen kostet das auch nicht so viel. So, also. Und 4 und 4. Ach, ich hätte genug Obsidian gehabt. Egal. So. Wieso kann ich die nicht wegwerfen? Doch, so. Ich glaube, mein Orb ist da noch drauf. Und da ist er. So. Mit diesem Ritualstein, also jetzt erstmal schnell den Orb wieder drauflegen. Diesen Ritualstein, da ein Block Lapis Balui. Habe ich den noch oder habe ich den klein gemacht? Ne, habe ich klein gemacht. Wollen wir trotzdem da raus. Okay. Neues Stück. Ein Block. So. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Imperfekten Ritualstein, darauf ein Lapis Balui mit leerer Hand auf den Stone klicken und fertig. Der Lapis-Stone verbraucht sich dabei nicht. Okay. Komm, dann gehen wir mal oben auf unsere Plattform und testen das doch glatt mal aus. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Jo, hier. Lapis-Balui-Stein drauf. Und fies. Ich glaube, ich habe mich gerade zu Tode erschreckt. Wie geil ist denn das? Jetzt kann ich jederzeit Nacht machen. Ist das cool? Cool. So. Jetzt zaubern wir uns erstmal ein Teleskop her. Gucken wir mal, was wir damit an Sternen entdecken können. Tada! Das kann ich jetzt bestimmt hier irgendwo hinstellen. Sieht bestimmt schick aus. Und benutzen. Ja, aber... Hä? Jetzt kann ich... Ach, guck mal. Aber das blinkt alles. Das ist doch viel anstrengender als vorher. Da ist auch noch ein Sternbild. Wie soll ich mir das merken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welches Sternbild ist denn das? Die leuchten gar nicht mehr dauerhaft. Oh, das ist aber schwieriger. Viel schwieriger, damit jetzt Sterne zu suchen. Konstellation. Ich würde ja fast sagen, das muss ja noch einer von den letzten hier sein. Entweder es ist Vivico oder es ist Aevias. Ich glaube, es ist eher Aevias. Wir gucken jetzt mal nochmal drauf. Da ist ein Stern, da. Oder ist das die Pfeilspitze? Nee, das ist die Pfeilspitze. Das ist dieses hier. Guckt mal, so, so. So, so. Und so und so. Ne, wo fehlt denn jetzt was? Habe ich hier die Linie nicht schön gemacht, oder was? Ich könnte schwören, dass das das Bild ist. Schauen wir mal schnell rein. In das Buch.
Da ist doch, wie klar ist es das. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vicchio. Das muss es einfach sein. So und so. So und so. Und so und so. Ja. Ja, perfekt. Dann müsste das jetzt auch... Ah, nee. Man sieht nicht zu jeder Uhrzeit immer alle Sternbilder. Cool. Okay, haben wir das gefunden? Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Irgendwo war noch eins. So, eins, was wir noch nicht hatten. Eins, zwei. Das sind echt viele. Eins, zwei. Ich muss gerade gucken, auf was das am ehesten zutrifft. Das sollte... Nee, es kann ja nur noch eins sein. Es kann nur noch Aevias sein. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alles so ein bisschen verbunden. Und da ist die Mitte. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. So und so. Da ist die Mitte, habe ich gesagt. So. 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 Oh, was ist der jetzt für eine Linie nicht schön genug hier? Hm? Komm schon, erkenne es doch einfach. Was habe ich nicht richtig gezeichnet? Welchen Stern habe ich nicht ordentlich verbunden? Wenn ich das fünfmal nachzeichne, geht das dann wohl? Nochmal. Also. Sehr sensibel, wenn ich mir das so überlege. Hier drüber, darüber, darüber. Das hier ist echt Minigames in Minecraft. So und so. So. Oder war da jetzt ein Fehler dran? Wartet mal, wie war das denn? Ah, nee, da ist es fertig. Aevitas. Gut, damit haben wir alle Sternbilder, die ich so machen konnte, fertig. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist jetzt gerade noch am Rechnen, deswegen sieht man den Sternenhimmel gerade nicht. Aber wenn wir jetzt hier ins Buch gucken, haben wir alle Konstellationen bisher, die es gab, abgezeichnet. Das ist doch schon mal sehr schön. Cool. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen werden, aber es hat bestimmt seine Bedeutung in diesem Modpack. Also in der Mod an sich. So, jetzt können wir nochmal gucken bei Attunement. Wir brauchen jetzt nämlich diesen nicht den Implosion Run, sondern dieses Linking-Tool hat mir einer geschrieben. Das ist unbedingt wichtig. Das heißt, wir brauchen 4 Sticks, 2 Locks, 1 Kristall, 2 blaue. Das kriegen wir auf jeden Fall auf den Altar gebaut. Oder auch nicht. Erstmal Sticks machen. Kristall habe ich noch. 1, 2, 3, 4. Der Kristall da rein. 2 Locks habe ich nämlich nicht mehr. Und die Aquamarin habe ich da hinten drin. Aber Holz ist irgendwie nicht so, ist nicht so gerade nicht so das, was ich so viel habe. Und mir hat mir jemand gesagt, dieses Illuminaten, also das hat der auch noch geschrieben, das Illuminaten, Milonaten, naja, das Illuminati-Tool dafür Höhlen, verbreitet halt automatisch Licht in der ganzen Höhle, dauert aber eine Zeit. Und muss halt Licht zum, also muss Verbindung zum Himmel haben, damit es funktioniert. Nur für alle, die noch wissen wollen, wie das funktioniert. Und warum es nicht funktioniert, als wir es gemacht haben. Mal schnell ein bisschen Holz holen. Aua. Ja, nice, ey. Wenn jetzt irgendwer in diesem Projekt schlafen geht, mache ich einfach wieder Nacht. Mega gut. Kein Problem mehr damit. So, mit diesem Tool hier können wir jetzt aus Eisenerz besseres Eisenerz machen, nämlich Sternenmetall. Dafür müssen wir halt irgendwie erst, naja, woanders hin. Mal wieder. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Floating Altar nicht hier bei mir ist, sondern woanders steht. Habe ich das Eisenerz weggeräumt? Nee, ne? Nee. Hat er nicht. Hat er hier reingetan, okay. Ich hasse es, ein volles Inventar zu haben. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Marble wegräumen. Irgendwas sonst noch, was ich bisher von dem Projekt habe? Nee. So, und zwar müssen wir dafür wohin fliegen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da ist der Altar. Da fliegen wir nochmal fix hin. Ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch für heute, bevor ich woanders hin muss. Nee, wird jetzt nicht Tag. Es ist sowieso eine sehr seltsame Nacht. Seht ihr das?
Ist das dadurch, dass ich das durch das Ritual gestartet habe oder ist die durch Zufall heute Nacht so duster? Hier ist halt das Wichtigste, also wahrscheinlich werden wir mit unserer Base eh hierher ziehen müssen. Irgendwann habe ich gehört, weil wir ein Altar hier oben drauf bauen müssen. Denn wir können jetzt hier einfach so ein Eisenerz nehmen, das Linking-Tool nehmen. Das und das. Und jetzt macht es ein bisschen Magie. Bauen das mal ab, vielleicht braucht das sonst zu viel Energie. Oh, das dauert aber. Kann ich da wohl mehr hinstellen? Mal gucken. Hier, mach mal ein bisschen Power Overwhelming hier. Mal gucken, wie lange das dauert. Bis sich das dann dort überall fertiggestellt hat. Ich weiß auch nicht, wie wertvoll und wichtig diese Floating Crystals sind. Es kann halt sein, dass der einfach irgendwann keine Power mehr hat. So. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, dass dieses Leuchtelicht überleuchtet. Wir lassen jetzt einfach mal wahrscheinlich die Nacht über arbeiten. Ich denke mal, spätestens morgen sollte der damit ja dann durch sein. Ja, das war schlau. Gucken, ob wir damit alle noch verbunden kriegen. Und dann gucken wir uns das morgen mal an. So, das noch damit. Damit. Scheint sich gar nicht mehr damit verbinden zu wollen. Oder es ist zu weit weg. Anscheinend geht es nur in der nächsten Nähe. Auf jeden Fall nicht viele Blöcke dahinter. Nee, das mag er nicht. Also zu weit weg dürfen die nicht sein. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das Licht jetzt hier leuchten und hoffen, dass damit morgen dann sich etwas ganz Tolles entstanden ist. Also ich bin gespannt, ob das klappt. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst doch dem Video einen Daumen nach oben da und eine kleine Bewertung. Ihr könnt auch gerne noch ein paar Kommentare schreiben, was ich noch ändern muss, was ich besser machen soll. Das hilft mir immer sehr. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss!